Heute das große Finale von Dance, Dance, Dance. 6 Teams haben uns über Wochen begeistert. Sie haben alles gegeben. Wir haben mit ihnen gelacht, getanzt und geweint. Ich erwarte mir vom Finale einen Kampf bis zur letzten Sekunde. Nur ein Team kann gewinnen. Es kann ja alles passieren in dieser Sendung. Ich erwarte Tanz auf den Punkt. Bene und Philipp, Anetta und Menderes. Sie tanzen heute 2 Duos und 2 Solos. Unsere beiden Teams müssen absoluten Biss beweisen, dass sie nochmal all das abrufen, was sie gelernt haben. Der Showdown. Du warst endlich im Beat. Ja, 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 ja. Ihr zwei habt mich einfach in Ekstase versetzt. Ich hatte so Gänsehaut. Hammer. Wer wird Dance 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 Sieger 2016? Aus Köln. Willkommen zum großen Finale von Dance, Dance, Dance. Mit ihrer traumhaften Gastgeberin Nazan Eckes. Und hier ist ihr Moderator und Traumtänzer des Abends, Jan Köppel. Und hier ist die Jury, die heißeste Dancing Queen Deutschlands, Sophia Tomalla. Geschlagene König des Dancefloors. DJ Bobo. Und der temperamentvollste Dance-Captain der Welt. Zale Kalay. Und hier sind alle Teilnehmer der ersten Staffel. Daniela und Lukas. Luna Schweiger. Alex und Mario. Sabia und Leonard. Und hier sind unsere Finalisten. Das sportliche Duo Bene und Philipp. Und
und das DSDS-Traumpaar Anetta und Menderes. Herzlich willkommen zu Dance, Dance, Dance! Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren! Wir sind die von Dance, 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 im Finale! Und Dankeschön an unsere Tänzer und an unsere Kandidaten. Wir freuen uns auf ein fantastisches Finale mit allen. Und bevor ich mich wieder von dir verabschieden muss, musste das in deinem Tanz so aussehen oder hast du irgendwas vergessen? Beides. Beides. Es musste so aussehen, ich habe trotzdem was vergessen. Du hast trotzdem was vergessen. Deswegen gehe ich jetzt. Ja, bis später. So, jetzt nochmal richtig. Herzlich willkommen, die beste Jury der Nation. Hallo. So, endlich ist es soweit. Monatelang haben unsere Kandidaten trainiert, sie haben geschwitzt, sie haben sich die Seele aus dem Leib getanzt und die Füße natürlich kaputt. Und das wofür? Für die begehrteste Trophäe der Nation. Die Dance, Dance, Dance Trophäe. Unsere zwei Finalpaare, Bene und Philipp und Anetta und Menderes, wollen den natürlich mit nach Hause nehmen, aber die vier müssen ja noch an euch dreien vorbei. Liebe Zahle, ich bin ja selber in den Genuss deiner harten, knallharten Trainingshand gekommen. Du hast das absolut mega gemacht. Ich habe gezittert. Ich hatte eine schlaflose Nacht hinter mir wegen dir. Sehr gut. Nein, aber keiner kennt unsere Kandidaten so gut wie du. Du hast sie jetzt monatelang begleitet. Du kennst ihre Stärken, du kennst ihre Schwächen. Ganz kurz, wer ist heute richtig cool drauf und wem schlottern die Knie? Die sind alle cool drauf und allen schlottern die Knie. Denn wir haben die Choreografien für das Finale natürlich noch mal schwieriger gemacht. Es ist alles wirklich noch mal einen Schritt härter. Was können unsere Kandidaten heute tun, um noch besser zu sein als in der letzten Woche? Wir hatten im Halbfinale zweimal das Glück, eine 10 zücken zu dürfen. Und ich kam wirklich nicht drum herum. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nie eine 10 zu zeigen. Es war so gut. Ich musste einfach. Und ja, und ich glaube, der Druck ist so groß auf den Kandidaten. Es geht um alles, es geht um den Sieg und ich glaube nicht, dass die nochmal so an die Spitze schießen können. Das ist meine Prognose für heute. Ich glaube, keine 10 mehr heute, denke ich. Ich glaube schon. Du denkst ja, ich denke. Was hättest du jetzt auch anderes sagen sollen? Aber nein, das wird heute tatsächlich kein leichtes Tänzchen werden. Es geht um das Finale, das Niveau ist nochmal ein ganzes Stückchen höher. Ihr habt jetzt nochmal ein paar Sekunden Zeit, um euch frisch zu machen, auch wenn ich das nicht so gerne sehe, wenn du dich umziehst. Aber zieh mir jetzt was Vernünftiges an, deswegen. Sehr hochgeschlossen wird es sein. Ne? Also ihr Lieben, danke schön an unsere Jury. Dankeschön. Wir sehen euch gleich wieder. Viermal müssen unsere Tanzpaare heute auftreten. Zweimal Solo, zweimal Duo. Und unsere Kandidaten haben eine Extra-Chance auf einige Punkte. Da gibt es nämlich einen Joker, von dem sie alle noch nicht wissen. Und Jan erklärt uns jetzt, was das genau ist. Ihr bekommt Umschläge und könnt einen Joker festlegen. Ihr müsst euch jetzt den Tanz auswählen, von dem ihr glaubt, dass ihr damit die meisten Punkte macht. Und diese Punkte werden am Ende verdoppelt. Ihr könnt euch kurz beraten, aber so, dass keiner das mitkriegt. Und am Ende der Sendung gucken wir, auf was ihr getippt habt, was sozusagen euer Joker ist, welcher Tanz der ist, bei dem ihr glaubt, die meisten Punkte zu bekommen. So, und deswegen gebe ich euch jetzt jeweils erstmal den Umschlag. Ihr bekommt einen Zettel und ihr bekommt einen, Moment, Stift. So. Von allen Tänzen, die wir machen. So, tut es in den Umschlag, macht den Umschlag zu. Genau so, dann bekomme ich jetzt den Umschlag. Das sind sie, die beiden Umschläge. Hier liegen sie. Philipp Bene, Menderes, Anetta. Die Umschläge werden natürlich aufbewahrt bis zum Ende der Sendung und auch erst dann wieder geöffnet. Und vielleicht sind sie ja wirklich das Zünglein an der Waage. Jetzt fangen wir aber erstmal an. Alle sind heiß und ich würde sagen, Zeit für den Anpfiff. Bene und Philipp. Bene und Philipp. Mit Ehrgeiz und Herz haben die Sportler es weit gebracht. Im Finale sind auf jeden Fall Bene und Philipp. Ja. Und das vollkommen verdient. Wo wir die ganze Sache gestartet haben, haben wir natürlich gesagt, hey, wie geil wäre das, wenn wir das so durchziehen und im Finale letztendlich stehen. Weil keiner von uns beiden hat gesagt, wir sind Riesentänzer. Für
Für ihr letztes Duo hat Sala eine ganz besondere Nummer ausgewählt. Dance, 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 2016 Finale. Jetzt geht's wieder ans Eingemachte, meine lieben Freunde. Ihr kriegt jetzt von mir euer finales Duo. Ich lasse einfach Bilder sprechen. Will Smith, Wild Wild West. No! Wahnsinn! Geil! Weißt du, wie geil unsere Outfits werden? Sowohl Philipp als auch Bene haben bis jetzt super Leistungen abgegeben, aber dennoch darf man den Druck nicht unterschätzen, der dahinter ist. Auch der Druck, den die sich selbst machen, denn die wollen ja auch nicht ablösen. Das Ding wollen wir ungern nochmal abgeben. Ich würde gerne, sehr, sehr gerne diese Staffel gewinnen wollen. Und dafür reiße ich mir jetzt nochmal richtig den Hintern auf. In Köln beginnen die beiden sofort mit dem intensiven Training. Ich glaube, das Schwierige wird dann, dass das wirklich so richtig auch lässig aussieht, wie bei ihm. Die größte Herausforderung für die Jungs wird einfach sein, dass es sehr, sehr viel Choreografie ist. Ging es dir auch gerade so, dass du keine Ahnung hattest, wann was jetzt kam? Ja. Alter Schwede. Und vor allem ist es halt sehr groovy. Wir sind mega motiviert. Ja. Und natürlich wollen wir da eine richtig, richtig geile Show machen. Komm, hol das, lass raus! Das Cowboy und Indianer. Es muss brennen, es muss so eine Schwingtür irgendwo sein, wo man durchgehen kann. Wir brauchen Hüte. Wir brauchen Waffen. Tiefpistolen. Aber ihre stärksten Waffen sind die beiden selbst. Die Klamotten in dem Video sind eigentlich so richtig cool. Aber wir wissen noch nicht genau, was wir anbekommen. Oh, also der Hut, der sieht also schon mal richtig fresh aus. Der sieht schon mal richtig gut aus. Guck mal, hier ist unser Kostüm. Nein, und sie haben weiß-schwarz gemacht. Sie haben weiß-schwarz gemacht. Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Und das Coole daran ist, als kleiner Junge wollte man auch immer Cowboy oder Indianer sein. Ich wollte meistens Cowboy sein, wobei Indianer fand ich auch ganz cool. Jetzt, wo man groß ist quasi, sich nochmal in so ein Outfit schmeißen zu dürfen mit Pistole und alle werden so in diese Zeit zurückversetzt, ist schon ziemlich cool. Da darf der große Bene noch mal klein sein. Und dann heißt es, wer ist der Schnellste im ganzen Land? Der Ansporn ist es natürlich, irgendwo die 30 Punkte hier als Duo einmal in der Staffel abholen. Das wäre eine richtig geile Nummer. Ja. Hier sind Bene und Philipp mit Wild Wild West. So remember the name. Now who you gonna call? Not the GB. Now who you gonna call? G-W-G. If you ever rip with people wanna bust, break out before you get bum rushed at the Wild Wild West. When I roll into the Wild Wild West. When I stroll into the Wild Wild West. When I bounce into the Wild Wild West.
Yes. Sensationeller Auftritt, sensationelle Kostüme und eine sensationelle Bühne. Philipp und Bene. Aber wir drei, wir marschieren jetzt mal direkt durch, ausnahmsweise, denn weil es die letzte Dance 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 Show ist, möchte ich unbedingt etwas loswerden und mich bei diesem fantastischen Dance 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 Ensemble bedanken. Ihr seid großartig. Ohne euch wäre die Show nur halb so schön. Unsere Tänzerinnen und Tänzer von Dance Dance Dance, Dankeschön. Dankeschön. Ihr Lieben, habt wieder auf gewohnt hohem Niveau abgeliefert. Und bei euch sieht das immer alles noch wahnsinnig viel Spaß aus. Wie traurig seid ihr, dass das jetzt irgendwie die letzte Show ist? Ja, es ist schon so traurig. Ich meine, diese Reise Dance, Dance, Dance für uns war jetzt seit knapp 3 Monate. Und wirklich 6 Tage die Woche, morgens bis abends Training. Und hier alle Leute, die hier involviert sind, die schließt man irgendwann auch ins Herz. Und wir werden morgen aufwachen, wahrscheinlich Kopfweh haben. Und ja, und dann sind wir erstmal froh, dass wir keine Choreo lernen müssen. Und übermorgen werden wir uns denken, wo sind denn jetzt alle Leute? Und es wäre eigentlich schon nochmal schön, eine Choreo zu lernen. Ich glaube, so wird es uns gehen. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir Teil dieser Show sein durften. Ich kann mir vorstellen, dass die Jury heute so im extra kritischen Finalmodus unterwegs ist. Und Zahle hat auch schon seine Reptilaugen so auf euch gerichtet. Ich habe meine kritischen Augen schon auf euch geworfen. Da hat Nasan absolut recht. Ja, wir sind im Finale von Dance 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 2016. Und jetzt muss ich zum ersten Mal sagen, ist der Funke für mich bei euch beiden nicht einfach rübergekommen. Ich weiß nicht, Philipp, bei dir hatte ich so das Gefühl, dass vor dem Teil mit den Händen, dass du so kurz einen kleinen Blackout hattest oder irgendwie kurz raus war es einfach emotional. Bene, da muss ich sagen, du warst mit deinen Facial Expressions jetzt schon viel mehr dabei und viel mehr involviert. Aber so für das Finale, so wie ihr das jetzt gemacht habt, verstehe ich nicht, weil ihr so gut vorher wart. Ihr müsst echt in euren Solos und im nächsten Duo sowas von drauflegen, wenn ihr das hier gewinnen wollt. Und ich kann euch nur 8 Punkte geben. So schlimm ist das jetzt auch nicht. Oder? Sophia. Ja, also ich muss sagen, ihr habt in den letzten Wochen und für mich auch wieder heute bewiesen, dass ihr verdammt nochmal ins Finale gehört. Ihr seid großartige Tänzer. Das ist einfach unfassbar. Philipp, du bist so ein bisschen rausgekommen, aber ich finde, du hast das so cool weggespielt, dass ich teilweise gedacht habe, ach, das hätte für mich jetzt auch zur Performance gehören können. Und deswegen wird das von mir auch honoriert mit 8,5 Punkten. Dankeschön, Sophia. DJ Bobo. Ja, ich hatte so das Gefühl, dass ihr nie so richtig im Song angekommen seid. Es war so ein bisschen eine Unsicherheit in der Luft. Dann kam noch der Moment, Bene, wo der Hut fast runterfiel und dann hast du ihn schön wieder raufgetan, das hast du super gerettet. Es war wirklich so zu spüren, dass ein gewisser Druck im Raum ist. Ich weiß nicht, ob ihr den gespürt habt, aber wir hatten so das Gefühl, ihr wolltet zu exakt sein und dann ist die Lockerheit ein bisschen verloren gegangen. Von mir 7,5 Punkte. Das sind die ersten Punkte unserer Finalsendung. 24, ihr beide seid ja wirklich Punkte verwöhnt, muss man sagen. Aber das Gute ist, ich kenne euch, ich glaube, das nehmt ihr jetzt als Ansporn. Bis gleich. Dankeschön, Philipp und Bene. War echt komisch jetzt, ne? Ich fand's auch sehr komisch. Ja, die haben irgendwie auch in dem Gesichtsausdruck nicht richtig gewusst, wo sie hingehen sollen heute, wo die Reise hingeht. Und auch Philipp am Ende, der war, glaube ich, ein bisschen stinkig, aber ich weiß nicht, warum. Nee, der war nicht stinkig. Ich glaube, der war nur enttäuscht. Ich glaube, der war enttäuscht von sich selber. Hm. So, Jungs. Man muss ja, das merke ich hier auch, es ist eine andere Stimmung als sonst so von der Anspannung. Ja. Stimmt das denn? War das auch bei euch so, was die Jury gerade gesagt hat? Ja, es ist definitiv die Nummer gewesen, vor der wir am meisten Schiss auch hatten. Einfach, vielleicht ja gar nicht mal, weil sie von den Tanzschritten so schwer ist, aber weil es halt einfach Choreo in einem durch ist. Wer holt sich nichts? Und wenn man da einmal so den Einstieg verliert, dann ist es schwierig, da wieder reinzukommen. Ich sehe ein bisschen Enttäuschung in den Gesichtern, aber ihr habt noch 3 Tänze. Alles gut, ey.
So, jetzt ist es an der Zeit, die Konkurrenz mal ins Rennen zu schicken. Hier beim großen Finale von Dance, Dance, Dance. Nämlich das Gegnerteam von Ben und Philipp. Annetta und Menderis. Und die Frage war ja immer so ein bisschen, halten auch die Nerven von Menderis? Und sie haben gehalten. Und jetzt darf er allein raus. Und wir wünschen ihm viel, viel Spaß und viel, viel Erfolg. Hier ist Menderis! Menderis. Ein Mann, der niemals aufgibt. Menderis, Mann, ey, ich bin so verdammt stolz auf dich. Ich finde es super, dass wir sehen dürfen, wie jemand, der eigentlich am Boden lag und dann rausgeflogen ist, wirklich zurückgekommen ist und aufgestanden ist und gesagt hat, hier bin ich. Und jetzt eigentlich noch besser ist als vorher. Welche Herausforderung hat Zahle für ihn im Finale bereit? Menderis. Hey. Ein letztes Mal. Okay. Mein lieber Menderis, du musst jetzt ein weiteres Solo tanzen. Blue Vega Number 5. Geil. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. Menderis, hier geht es darum, dass du absolut Spaß hast, ja, dass du wirklich so eine Grinsebacke bist, dass du einfach jedem im Publikum in die Augen guckst und wirklich so diese Lebensfreude rüberbringst. Komm einfach aus dir raus und hau uns einfach weg. Mambo Number 5. Ich freue mich natürlich über Mambo Number 5, weil das ist so gute Laune und ich mag das auch so, wenn man den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Voller Elan macht sich Menderis daran, die Geheimnisse des Mambos zu entdecken. Rechts, links, rechts, Sprung, links, rechts, links, Sprung. Ja, nicht schlecht. Und vor dir wird sowieso eine Frau sein, eine Tänzerin. Ja, das gefällt dir, ne? Da musst du wieder lächeln. Ja. Jedes Mal, wenn ich Frau sage, lächelst du. Die Choreografie gefällt mir. Da ist ein Mädel so am Start, also darauf freue ich mich eigentlich. Da kommen sogar mehrere Frauen jetzt und springen vor dir rum. Ein von hier, ein von hier. Da musst du ein bisschen Schauspieler. Dass du wirklich die Frauen guckst, oh, genau das brauche ich bei mir. Genau den Blick. Super. Ich freue mich immer, wenn mehr Tänzerinnen auf der Bühne sind. Am liebsten würde ich alle Tänzerinnen auf der Bühne haben wollen. Aber sind die bezaubernden Tänzerinnen nicht auch eine Gefahr? Kannst du dich konzentrieren, wenn du siehst, dann mal auf die Bühne? Ich denke schon. Nee, warte, sie muss nicht alles fangen. Ach so, okay. Genau, so. Dim, und jetzt dreh sie um. Dim. Yes! Also in dieser Zeit hier bin ich viel selbstbewusster geworden und ich bin auch viel sicherer mit den Frauen. Ich weiß jetzt, wie man mit Frauen tanzt. Vielleicht doch zu viele Mädels. All das, was ich bisher gelernt habe, möchte ich in die letzte Performance packen. Und hoffentlich kann ich damit die Jury, das Publikum und ganz besonders Annetta begeistern. Also ich muss dir etwas sagen. Ich bin so unfassbar stolz auf dich. Ich liebe dich von meinem ganzen Herzen. Du bist ein toller Mensch, ein toller Typ. Ich wünsche dir viel, viel Glück. Deine Annetta. Ich bin wirklich so geflasht. Gewinn das Ding und mach das Beste daraus. Jo. Hallo Menderis, wir finden dich ganz toll und wir glauben an dich. Wir wünschen dir heute Abend ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß. Menderis, du gewinnst das Ding! Woo! I like Menderis! Vielen Glück, das ist deine Fans. Bühne frei für Menderis mit dem Mambo Number 5. Ladies and Gentlemen, this is Mambo Number 5. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me definitely sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. Here I am, a little bit of you makes me your man. Hey!
Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Menderes mit Mambo Number. Eine ganz andere Nummer als Michael Jackson, aber es hat dir echt super gut gestanden. Wie hast du dich gefühlt? Also ich habe mich sehr gut gefühlt und ich bin echt froh, dass wir im Finale sind und wir haben so ein tolles Publikum und Dankeschön. Und mein Lieber, du hast es geschafft. Du hast sozusagen ein letztes Mal auf dieser Bühne alleine gestanden. Ab jetzt hast du immer Annetta dabei. Bist du ein bisschen erleichtert jetzt? Ich freue mich immer, wenn ich Annetta sehe und ohne sie kann ich mir das Leben gar nicht mehr vorstellen irgendwie. Oh. Ich glaube nicht, der hat das gesagt. So, Menderes, aber auch du hast natürlich das Juryurteil jetzt vor dir und wir haben eben schon gesehen, dass unsere Jury vielleicht noch ein Ticken kritischer ist heute, als wir das sonst gewohnt sind. DJ Bobo, wie hat's dir gefallen? Menderes, wie clever du das heute gemacht hast. Du hast dir nämlich einfach den Text genau eingeprägt und gemerkt, wenn das Wort kommt, mache ich das, wenn das Wort kommt, mache ich das. Du hast heute nicht gezählt, du warst nicht zu schnell, du warst endlich im Beat. Ja, 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 yeah. Ja, super. Ja. Und Menderes, wir werden dich richtig vermissen, auch wir nach dieser Staffel. Dieses Unbeholfene und trotzdem Knuffige und heute wurdest du sogar ein bisschen zum Womanizer. Bei den vielen Frauen, ja. Von mir ein Riesenkompliment für mich, eine deiner besten Leistungen, die du heute auf das Parkett gelegt hast. 8 Punkte von mir. Wow, danke schön. Wow, danke. Na. Guter Anfang, würde ich sagen. Sophia. Ja. Mein lieber Menderes, du hast dich tänzerisch so verbessert. Aber weißt du, worüber ich mich noch viel mehr freue? Dass du viel selbstsicherer geworden bist und dass du anfängst, dich zwischen den Frauen wohlzufühlen. Man merkt richtig, ja. Yeah, ich bin hier der King auf der Bühne. Und ich finde, das freut mich, dass du auch menschlich dich so weiterentwickelst. Du bist zwar mein Michael Jackson der Herzen, aber immer wenn es dann dazu kommt, dass du etwas anderes zeigen musst, finde ich, wird es immer so ein bisschen schwierig. Es wirkte noch so ein bisschen hölzern für mich. Deswegen bin ich so ein kleines bisschen strenger. Von mir gibt es 7,5 Punkte. Mhm. Dankeschön, Sophia. Zahle deine Punkte. Mein lieber Menderes, also ich finde, deine Entwicklung, die du hier gemacht hast, ne, dass kein anderer Kandidat hat sich so viel weiterentwickelt wie du hier in dieser Show. Jetzt hat Sophia natürlich recht, wenn es um Michael Jackson geht. Da bist du immer voll dabei, das ist so absolut dein Ding. Und jedes Mal, wenn du so aus deiner Comfortzone rauskommst, wird es dann so ein bisschen hölzern. Aber heute ist was passiert. Deine Augen, du warst absolut da und du hast gesagt, ich scheiß auf meine Unsicherheiten. Mir ist das absolut egal und ich will das Ding auf jeden Fall rocken. Und deswegen, mein Freund, gebe ich dir 8 Punkte. Danke. Wow. 23,5 Punkte. Menderes, wenn ich jetzt deinen Hut auf hätte, ich würde ihn vor dir ziehen. Dankeschön. Menderes. Dieser Schlingel, wie er sich genau gemerkt hat, yeah, über den Text, up and down, down and move it all around with your hands. Hallo, kennst du mich noch? Ich bin deine erste Dame hier. Beiden, kommt her. Du hast richtig Spaß mit Mädels, ne? Ja, also ich habe das sehr genossen. Also ich wollte schon immer so mit so vielen Mädels auf der Bühne tanzen. Ich habe mich immer so gefragt, hey, wo sind denn bei mir die Mädels? Immer nur Jungs. Und dann, hallo, jetzt wurde, ich tanze noch. Ja, mit dir du heute. Auch, aber du weißt, was ich meine. Ich bin echt dankbar dafür. Ja, das hat man gesehen. Und die Jury hat sehr gut bewertet. Ben und Philipp mit 24 Punkten, ihr jetzt 23,5. Also so nah beieinander. Das heißt, das Finale wird sehr, sehr spannend. Und
Jetzt denkt ihr über den Joker nach die ganze Zeit? Ich denke nicht. Ich habe zum Menderes gesagt, wir nehmen einen Song, weil das ist unsere Entscheidung, aber wir geben Vollgas in jeder Song. Bei allem heute immer Vollgas geben. Setz dich, genieß das, diese 23,5 Punkte hier im Finale bei Dance, Dance, Dance. Bene und Philipp, die sind natürlich völlig zu Recht im Finale. Über die letzten Wochen immer die Leistung abgerufen, Punkte kassiert. Aber auch sie hatten eine schwächere Phase mit nur 24 Punkten. Und deswegen dürfen sie heute mit genau diesem Tanz nochmal ran. Bye, bye, bye. Und wir sagen an dieser Stelle toi, toi, toi. Bene und Philipp, Sportler, Tänzer und vor allem Freunde. Das ist Wahnsinn. Ich meine, wir zwei sind enger zusammengewachsen. Wir haben ganz viele tolle Leute hier kennenlernen dürfen. Wir haben eine Liebe für diesen Tanzsport entwickeln können. Am Anfang hat man noch nicht mal gemerkt, wer Tänzer ist und wer Promi ist. Ihr seid der Knaller! Yeah! Geil! Ohne diese Show, glaube ich, hätten wir Tanzen nie so gesehen, wie wir es heute sehen. Und das ist schon sehr schön. Bye, bye, bye von NSYNC war das erste gemeinsame Duo der beiden. Guck mal, da oben steht noch Bene und Philipp. Krass. Das ist ja geil. Kriegen wir mal langsam mit, wie das im Fernsehen wirken wird. Da waren wir auch noch richtig nervös. Von Nervosität war bei ihrer nächsten Performance schon nicht mehr viel zu spüren. Ist das geil, Mann. Hammer. Wie wir am Anfang bei MC Hammer zum Beispiel geschwitzt und aus der Puste waren, wir sind auf dem Boden zusammengebrochen. Ah, meine Beine! Das löst extremst viele Erinnerungen aus, wie lange wir da irgendwo das auch nochmal in stillen Kämmerchen für uns selber trainiert haben, damit es auch cool aussieht. Stop! Wow! On point! Ganz ehrlich, von mir geht's 10 Punkte. Wow, das habe ich ganz vergessen gehabt, dass wir da 10 Punkte kassiert haben. Das ist krass. Diese 10 Punkte waren aber nur der Ansporn, noch besser abzuliefern. Ey, das macht so einen Spaß, euch zuzugucken. Ne? Ich bin richtig außer Rand und Band. Ich muss euch 10 Punkte geben. Große Begeisterung von mir. 9 Punkte, ein Riesenapplaus. Es war einfach zu gut. Ich muss euch 10 Punkte geben. Wir können sehr, sehr zufrieden mit uns sein und mit unseren Performances. Den Leistungen, die wir gezeigt haben, hat man gemerkt, hey, da geht eventuell was. Ja, und das wollen wir jetzt natürlich zu Ende bringen. Hier sind Bene und Philipp mit Bye, Bye, Bye. Philipp ist ein bisschen nervös, kann das sein? Ja. Er ist angespannt. Er ist man merkt es wirklich, Sport, hast du auch schon gesehen, ne? Ja, ja. Der hat schon so ernst Sport, geguckt, ne? Ja. Hat ein Ding. Einfacher oder schwerer, sowas dann irgendwie ein zweites Mal zu tanzen? Bene.
Es fällt einem auf jeden Fall leichter. Aber es ist wirklich so, das Schwierige sind diese Sprünge. Du tanzt einmal Wild Wild West, dann tanzt du was ganz Modernes und dann wieder was Altes. Und das ist das, was es sehr, sehr anspruchsvoll macht für uns auch. Aber ihr habt es echt ganz großartig gemacht. Und Philipp, du bist noch ein bisschen außer Atem. Das ist bei dir wirklich selten. Wie ist deine Erwartungshaltung jetzt? Ich glaube, wir wissen, du hast ja eben schon gesagt, wir wollen natürlich auf jeden Fall gewinnen. Aber nach dem ersten Auftritt war es erstmal so ein kleiner Dämpfer und jetzt wart ihr wieder voll da. Ja, ich bin so außer Atem, weil ich jetzt hier alles reingegeben habe. Also ich war gerade schon ein bisschen gefrustet. Jetzt nicht unbedingt jetzt wegen der Jury oder irgendwas, sondern wegen mir auch. Klar, hatte ich nur mal einen kleinen Aussetzer. Das ist nun mal so, wenn man sehr, sehr viele Choreos dann tanzt. Aber ich habe jetzt hier, einfach alles reingehauen und ich hoffe jetzt einfach, das passt. Das war auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz klare Ansage an unsere Jury und ich bin sehr gespannt, wie sie diesen Tanz bewerten wird. Sophia. Jungs, danke! Oh, ich hatte so ein bisschen, so ein Kribbeln im Bauch nach der ersten Performance, weil ihr da einfach so ein bisschen gepatzt habt. Aber jetzt seid ihr wieder da! Endlich! Oh. Danke, danke. Volle Konzentration, ihr habt wirklich eine Glanzleistung wieder hier abgeliefert. Da waren so ein, zwei Patzer drin, aber ich finde, es war viel, viel besser als beim ersten Mal. Von mir gibt es 9,5 Punkte. Zahle. Schau einer mal an, wer sich dazu entschieden hat, im Finale von Dance, Dance, Dance zu sein. Ihr seid jetzt endlich da. Ja, die erste Nummer war so ein bisschen, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Die Jungs sind eigentlich immer so on point und alles ist immer da und gerade du, Philipp, ne, aber ich verstehe das total, ne, wenn man so immer gelobt wird und das Zugpferd war und immer so derjenige war, der das alles so mehr oder weniger mit links gelöst hat, dann am Ende, dass dann so ein krasser Druck auf einen lastet, ne? Und hier, die Nummer hat angefangen und ich konnte das richtig in deinen Augen sehen. Du warst so, fuck, und ich darf das nicht verkacken und ich das. Irgendwann in der Mitte hast du das komplett ausgeschaltet und du warst auf einmal voll da, du hast richtig reingehauen. Bene, du warst ja eine richtige Rampensau dieses Mal, ne? Alter. Bene hat komplett die Führung übernommen. Bene war so, Philipp, I got this, no worries. Ne? Und deswegen kann ich auch nicht anders. Ich muss euch 9,5 Punkte geben. Ja, läuft. DJ Bobo. Ja, an diesem Auftritt kann man so wunderschön die Steigerung von der ersten Show zu dieser sehen. Ihr wart präsent und das war mal eine richtige Trotzreaktion auf den ersten Auftritt. Ihr habt euch sowas von gesteigert, was die Präsenz angeht, die Körperspannung, alles. Es hat alles durchgezogen bis zum Schluss. Wir wussten nicht mehr, wer ist Tänzer und wer ist Teilnehmer. 9 Punkte von mir. Yeah. Das sind für euch gewohnte 28 Punkte. Jetzt kommt ihr wieder dahin, wo ihr sonst auch punktemäßig unterwegs seid. Was soll ich sagen? Man muss euch dann auf den Deckel geben sozusagen von Zahle und dann legt ihr nochmal richtig einen drauf. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns auf gleich. Wir sehen euch nochmal wieder. Dankeschön, Philipp und Bene. Ihr seid ja die beiden Sportler, die das wirklich aus Wettkämpfen kennen und auch beurteilen können. Ist das hier mehr Aufregung? Ich weiß nicht, ob es mehr Aufregung ist. Aufregung bleibt Aufregung, aber es ist wirklich so eine Situation. Man fühlt sich da wirklich so zurückversetzt. Man ist so wie so ein Raubtier, das so auf und ab geht. So, oh Mann, ey, ich will jetzt raus, ich will was machen. Und dann auf der Bühne ist so eigentlich so wirklich Blackout und der Körper macht von alleine. Gell, Philipp? Gell, Philipp, also. Vielen Dank, 28 Punkte. Es läuft doch schon wieder richtig gut. Jetzt ist vorbei mit Bye Bye Bye. Ja, wir freuen uns jetzt hier auf das erste Finalduo von Annetta und Menderes. Und ich weiß nicht, ob die beiden sich gesucht haben, aber gefunden haben sie sich auf jeden Fall. So ein bisschen unser Traumpaar hier bei Dance 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 2016. Und hier sind Annetta und Menderes. Annetta und Menderes. Obwohl sie schon einmal ausgeschieden waren, haben sie die Chance genutzt und es ins Finale geschafft. Ihr habt wirklich eine Chance zu gewinnen. Ne? Denkt nicht, weil die anderen beiden Jungs immer bis jetzt Platz 1 waren, dass ihr eigentlich schon verloren habt, weil habt ihr nicht. Es ist alles offen. Natürlich haben wir jetzt gesehen, die haben immer konstante Leistungen erbracht, Ben und Philipp. Aber es das heißt ja nicht, dass wir nicht auch jetzt plötzlich überraschen können.
Ich habe euer nächstes Duo dabei. Und es ist mega geil, Mann. Beyoncé featuring Usher, Naughty Girl. Ich ehrlich bin, ich weiß nicht genau, um was da geht so genau. Menderes hatte bis jetzt immer so ein bisschen Schwierigkeiten, wenn es so um intime Sachen ging und dann war er manchmal ein bisschen verhalten. Und jetzt geht es halt für ihn wirklich darum, Anetta direkt anzufassen, ein super closes, intimes, sexy Duo hinzulegen. Okay, okay. Okay, okay. Okay, das mache ich also. Ja, das gefällt mir. Hochmotiviert beginnen die beiden mit dem Training zu ihrem finalen Duo. 6, 7, 8, Welle, 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 Welle. Aber bleibt zueinander. Seid zu weit auseinander weg. In der Anfangszeit war es ja so, als wir zum ersten Mal miteinander getanzt haben, war ich ja noch ziemlich schüchtern und sehr zurückhaltend. Ach, komm jetzt. Wo muss ich halten? So, an der Taille. Hier. Wenn ich erinnere, wir haben das erste Mal Grease gemacht, dann ich muss ihm genau zeigen, hier ist mein Körper. Fass doch mal die Frau an. Ich weiß nicht, wie ich da festhalten soll. Das ist irgendwie so rutschig. Aber Menderes hat gelernt, seine Komfortzone zu verlassen. Ich finde, das ist unglaublich, welcher Schritt Menderes jetzt hat nach vorne gemacht. Also, der hat mich angefasst und das war für ihn so alles locker und normal. Bam, bam! Jawohl! War ich ein bisschen mehr drin? Ja, viel besser. Jetzt läuft es viel einfacher und ich fühle mich auch viel lockerer und habe auch keine Scheu mehr, sie anzufassen. Bei Naughty Girl werde ich mir so viel Mühe geben und ich gebe Vollgas und auf jeden Fall möchte ich unbedingt 30 Punkte mit Anetta erreichen. Und dafür trainieren sie Tag und Nacht. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir starke Konkurrenten haben und deswegen müssen wir auch jetzt extra Stunden einlegen. Ja, ja. Jetzt kommt das Schnelle, du läufst ja dann nach vorne. Hast du mich? Ich hab dich doch. Wir sind im Finale, deswegen wir müssen echt jetzt Gas geben. Und auch wenn wir sind Zweite, wir müssen unsere beste Seite zeigen. Mach dir keine Sorgen, wir schaffen das. Okay. Okay? Ich denke, das wird unsere Duo-Highlight. Ich spüre das schon jetzt. Hier sind Anetta und Menderes mit Naughty Girl. Hey!
sich definitiv das Beste zum Schluss aufbewahrt. Okay, 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 das Publikum beruhigt sich überhaupt gar nicht mehr. Komm, nimm das mit, nimm das mit. Mann, Menderes, ey. Was war das denn? Ich meine, Anetta, dich kennen wir ja nur super sexy, das muss man echt sagen. Aber Menderes, dich haben wir zum ersten Mal in dieser Rolle gesehen. Und wie war das, Anetta anzufassen? Immer noch so rutschig? Oder ging's? Diesmal war es viel besser und sehr angenehm. Anetta, hast du den Jungen so gut im Griff oder warum ist Menderes auf einmal so befreit? Was ist da passiert? Weil ich habe ihm gesagt, heute du darfst mich anfassen. Und das hat er richtig getan. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber du hast lauter rote Striemen im Gesicht. Okay, ihr habt beide alles gegeben. Das war eine richtig, richtig starke Nummer. Und jetzt kommt unsere Juryzahle. Okay, ich habe mehrere Punkte, die ich ansprechen muss. Erstmal, was für eine geile Inszenierung mit dem Spiegelteil vorne und dann auch der Schattenteil hier und mit den verschiedenen Szenerien. Das ist einmal zu der Inszenierung. Jetzt zu euch beiden, ja? Ihr zwei habt mich einfach in Ekstase versetzt, ja? Anetta, dein Anfang, als es losging, der Wind ging an und wir haben alle einfach geschmachtet. Dann gehen die direkt die Spiegel auf, da steht Menderes. Ich dachte, okay, Menderes, jetzt musst du aber richtig einen rausholen. Und du warst voll da, du ja, ga, ga, ja, ja. Ich so, was ist denn hier los? Dann gehen wir direkt in den Schattenteil, du super sexy, richtig Beyoncé-mäßig. Dann hier, wir tanzen hier Musikvideos nach. Das heißt, es ist kein Musikvideo, ist von Anfang bis Ende komplett durchchoreografiert. Oder zumindest nicht die meisten. Das heißt, vieles lebt auch einfach von verschiedenen Szenen, wo einfach mal gar nichts passiert. Einfach nur ein Blick, einfach nur ein Moment. Und ihr habt euch richtig diese geilen Momente genommen. Und meine Freunde, ich gebe euch 9,5 Punkte. Denn das war einfach Hammer. Wow, 9,5 Punkte. Sophia. Ja, das war wirklich so geil. Echt. Anetta, wenn ich so aussehen würde wie du, würde ich den ganzen Tag vorm Spiegel stehen. Und soll ich dir mal was sagen, als du hier hinter der Bühne nach vorne kamst mit den Tänzern? Ich hatte so Gänsehaut, ohne Scheiß. Ich hatte so Gänsehaut. Und bei dir habe ich ja bei der letzten Performance gesagt, dass ich es immer so ein bisschen hölzern fand, wenn du so aus deiner Komfortzone raus bist. Jetzt hatte ich gar nicht das Gefühl. Ich finde, jetzt warst du da. Yeah. Ich finde, du warst jetzt noch viel besser als bei deiner Solo-Performance. Yeah. An dem Teil, wo ihr zusammengetanzt habt, hat so einen kleinen Stellen so ein bisschen gehakt, hat mich ein bisschen geärgert. Von mir gibt es 9 Punkte, aber es war Hammer. Es war wirklich Hammer. DJ Bobo. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Am Anfang der Staffel habe ich mal gesagt, Anetta muss den Menderes durchziehen. Du musstest immer sagen, jetzt komm, jetzt mach mal, los geht's. Ich hatte heute keine Sekunde dieses Gefühl. Sogar genau andersrum. Am Schluss hast du dich ihm völlig hingegeben. Diese Schlussposition, wo du da liegst in seinen Armen, der junge Kerl hat dich völlig auf Händen getragen und du hast dich total hingelegt. Einfach, du wusstest, er hält mich, er war da für dich. Die ganze Emotion dieser Staffel ist jetzt explodiert in ein Paar, das sich respektiert und das große Achtung voreinander hegt und von mir 9 Punkte. Das sind 27,5 Punkte, mit denen ihr, glaube ich, selber kaum gerechnet habt. Boah, also Menderes fasst Anetta einmal richtig an und die Tanzshow, die steht Kopf. Mein Urteil, das zählt zwar nicht, aber ich hatte ebenfalls eine Gänsehaut. Dankeschön, ihr beiden, für diese unfassbar geile Nummer. Kommt her, ihr zwei. Wie war's? Auf jeden Fall hat mir riesen Spaß gemacht und auf der Bühne das zu präsentieren war ein unglaublich tolles Gefühl, weil wir haben das erste Mal das geschafft, dass die Jury auch sagt, hey, du hast es jetzt hinbekommen. Also es gab keinen Kritikpunkt diesmal, also zumindest nicht in der Hinsicht. Ja. Wenn Beyoncé und Usher zugeguckt haben, habt ihr die beiden auf jeden Fall sehr, sehr glücklich gemacht, glaube ich. Und Menderes, das steht dir sehr gut. Ich würde das, meine ich ernst, meinen wir auch alle ernst, das kannst du sehr gerne auch öfter tragen. Okay, danke. Ein fantastisches Pärchen. Danke an euch beide, Anetta und Menderes.
So, alle Teams haben zweimal getanzt. Ich würde sagen, es ist Zeit für einen Zwischenstand. Schauen wir uns mal an, wie die Punkte zurzeit aussehen für unsere beiden Teams. Annetta und Menderes mit 51 Punkten, gerade frisch von der Bühne gefegt. Bene und Philipp führen mit 52 Punkten. Das ist echt ganz schön knapp. Und das Beste ist, es ist ja alles noch offen. Wir sehen alle noch mal wieder. Alle können ihr Punktekonto noch mal ordentlich auffüllen. Und wie sieht es denn jetzt im Backstage-Bereich aus, Jan? Also neben mir sitzt da Bene, du machst den Michael heute. Philipp hat ihn schon gemacht mit 30 Punkten. Druck? Der Druck ist da. Philipp, 30 Punkte Michael, ne? Ist eine Ansage, mehr geht nicht. Ich werde alles dafür tun, das fürs Team jetzt zu holen quasi. Viel Erfolg. Bene! Bene, auch als Einzelkämpfer bleibt er ein Teamplayer. Bene, jetzt kommt dein letztes Solo. Bene, ich muss dir sagen, du hast wirklich das Musikvideo gekriegt. Es gibt kein besseres, es gibt kein größeres. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Wow. Das ist richtig schwer, ne? Das ist es wirklich. Das ist wirklich sehr schwer. Gott. Ich freue mich wirklich, weil ich es einen richtig, richtig coolen Song finde. Aber ich habe ein bisschen Angst. Das ist ein bisschen aggressiver, es ist ein bisschen verrückter. Er hat ja so leicht Schwierigkeiten wieder, sich in Rollen zu versetzen, wenn das mit Prince schon so ein Thema war. Absatzschuhe sind für Frauen und nicht für Männer. Punkt aus. Ich bin jetzt gespannt, wie das ist bei einer ganz anderen Thematik. Philipp hatte, Michael Jackson hat eine 30 damit kassiert. Es wird eine riesen, riesen Herausforderung für mich. Thriller ist also Königsklasse tanzen. Boah, hier ist immer Tanz schön und Tanz präzise und hier ist es so Tanz hässlich. Aber macht die Schritte präzise. Das soll mir mal jemand erklären. Die Choreografie verlangt Bene alles ab. Diese ganzen einzelnen Moves, was diese Nummer halt ausmacht, das ist halt was mein Körper neu lernen muss. Ich kann das halt einfach nicht. Und für manche ist es halt leichter, für manche schwerer. Und ich weiß, dass es für mich so schwer ist. Die Selbstzweifel wachsen. Ich merke so, ich bin einfach nicht mehr aufnahmefähig. Das ist ganz schwierig. 8, 1, 2, nee. Boah, warte. Ich weiß nicht, was los ist. Das ist echt scheiße, Mann. Ich glaube, ich kriege einen Mental Breakdown. Bei Bene sind wir jetzt gerade an dem Punkt angekommen, wo in seinem Kopf ein totales Wirrwarr entstanden ist. Er vermischt alle Choreos, er kann sich nicht mehr wirklich was merken. Es wird schwer gerade. Ja. Ah, warte, den habe ich schon falsch gemacht. Die letzten 3 Monate ging es wirklich nur um Tanzen, nur um Choreografie, nur um Schritte und das jeden Tag. Am Ende ist dann auch irgendwann so, dass der Kopf einfach voll ist. Ich weiß nicht, warum ich so eine Kopfblockade habe. Zudem kommt, ich habe meine Familie, Freunde, meine Freundin lange nicht gesehen. Ich glaube, ich habe Burnout. Oh Gott. Aber ich werde meine Familie stolz machen, ganz sicher. Ich bin sehr beeindruckt und mega stolz, wie du mittlerweile deine Hüften schwingen kannst. Bist du nicht nur der weltbeste Skifahrer, sondern auch ein grandioser Tänzer? Hi, Benny! Good luck! Schwing die Hüften und dance, dance, dance! Drück die Daumen und wünsch dir alles Glück der Welt. Gefürchteter denn je, hier ist Bene mit Thriller. Ich habe echt keine Lust mehr auf diesen Film. Können wir bitte gehen? Nee, der Film ist doch Hammer. Schau mal. Ganz ehrlich, ich will mir das nicht mehr länger angucken jetzt hier. Hey, so schön war der Film auch nicht. Mann, tu mir bitte einen Gefallen, schlepp mich nie wieder in so einen Film. Moment mal. Kennst du dich hier aus? Wieso, hast du Angst? Jetzt hör mal auf mit dem Blödsinn. Wieso? Du hast doch Angst, ne? Was ist mit dir los? Hast du auch da hinten gerade gesehen? Komm mal auf jetzt damit, das ist jetzt echt nicht witzig. Da wird wahrscheinlich nur eine Miezekatze gewesen sein.
Aber pass auf, wir machen es so. Nächste Woche suchst du dir einfach einen Film aus. Philipp! Philipp! Richtig geil. Alter Schwede. Also ich freue mich gerade mega für Bene. Bene mit Michael Jacksons Thriller. Gruselig. Von wegen Burnout. Da hat aber einer noch mal jede einzelne Faser seines Körpers aktiviert. Schau mir mal in die Augen, die sind ja rot. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Das sieht richtig fies aus. Wahnsinn, ne? Wahnsinn sieht fies aus. So, mein Lieber, du hast es geschafft. Du musst, also ich weiß nicht, zum Thema Druck hast du ja schon einiges erzählt. Dir muss jetzt so eine Last von der Schulter fallen. Bist du erleichtert? Ich bin so erleichtert, das war definitiv die Nummer, die ist mir so unfassbar schwer gefallen, allein aufgrund dessen, dass Zahle schon gesagt hat, das ist das größte Musikvideo aller Zeiten und wir sind ja hier, um die größten Musikvideos aller Zeiten nachzutanzen und dann das Musikvideo zu bekommen, ist schon so ein bisschen Druck, dann hat mein Teamkollege auch noch 30 Punkte für Jackson kassiert, macht's auch nicht besser und deswegen, ja, sehr, sehr groß der Druck. Wenn man so kurz vorm Finale steht, echt alles gegeben hat und nicht mehr kann. Man hat ja in dem Film wirklich gesehen, du bist absolut am Ende gewesen. Eine Sekunde ans Aufgeben gedacht oder absolut nicht? Das Ding ist ja, wir sind ja ein Team. Und im Team zieht der eine den anderen mit. Mal geht es dem besser, mal geht es dem anderen besser. Und ich kenne das aus meinem Sport nicht, genauso wenig Philipp. Und deswegen war das für uns beide wirklich eine schöne Erfahrung. Und Philipp, vielen, vielen Dank, dass du mich immer wieder aufgebaut hast. Ey, das ist ein guter Kollege. Ihr seid wirklich ein ganz, ganz, ganz starkes Team. Und wir sind sehr gespannt, wie viele Punkte es für diesen Tanz geben wird. Bitte, liebe Jury, gebt eure Punkte jetzt ein. Boah, ey, jetzt bin ich gespannt.
Deine letzten Punkte für heute Abend, Sophia. Lieber Bene, dieses Musikvideo verlangt wirklich sehr viel ab. Die Choreografie ist das eine. Dass die Tänzer von vornherein alle gruselig wirken und dass die gruselig tanzen, ist klar, allein schon aufgrund der Maske. Aber du musst noch schauspielerisches Talent zeigen. Denn wenn du das nicht drauf hast, dann kommt wirklich nichts rüber. Und ich finde, du hast das so geil gemacht. Danke. Ganz ehrlich. Man muss sich die Choreografie merken, man muss tanzen und trotzdem muss man nebenbei auch schauspielern. Und das ist wirklich verdammt schwer. Und das ist genau das Finalniveau, was ich mir hier wünsche. Das war so super. 10 Punkte von mir. Wow! Yeah! Ja, Mann! Number one? Danke, vielen Dank. Wahnsinn, Zahle. Bene! Ich hatte eine Gänsehaut von komplett Anfang bis Ende. Das war einfach der absolute Mega-Wahnsinn. Und dann kommst du auch noch und tanzt das Ding auch noch so super bombastisch. Was bei dir immer so das Ding war, ist, dass du einfach ausstrahlungsmäßig immer so leicht dahinter warst. Und dann hat sich das aufgelöst in Woche 4, 5. Und jetzt warst du genau der Bene, den ich sehen wollte. Und von mir gibt's absolut 10 Punkte. Vielen Dank. Hey, ich bin jetzt ganz schön warm. Verstehe ich irgendwie. DJ Bobo. Ich kann mich noch so gut an die ersten Momente erinnern, wo du im allerersten Interview sagst, ja, viel Erfahrung habe ich nicht, aber ich glaube, meine Eltern, denen werde ich schon zeigen, dass das ganz okay ist, was ich hier mache. Das war mehr als okay. Die ganze Inszenierung, die Dramaturgie mit den Tänzern zusammen, das Bühnenbild und wie du dich da hineinbegeben hast, war außergewöhnlich. Du hast die Rolle angenommen, diese Challenge angenommen und es hat fast zu einer 10 gereicht. Von mir 9 Punkte. Danke. Hammer. Und wie immer sind 9 Punkte von DJ Bobo ja gefühlte 10. 10, ja. 29 Punkte. Das ist fantastisch. Du kannst dich jetzt zurücklehnen. Dankeschön, Bene. Für danke alles. Euch. Danke. Das ist mega. Ich freue mich richtig krass für ihn. Krass, Mann. Krass. Das war gut. Das war eine 30, Mann. Jetzt bin ich auch sehr erleichtert, ne? Nein, das glaube ich. Super. Sehr geil. Ich wusste gar nicht, dass wir noch einen dritten Michael Jackson haben. Anetta und Menderes, die sind ja heute mittlerweile ein richtiges Dreamteam, aber das war mal anders. Kann man sich kaum vorstellen, aber die älteren Zuschauer unter ihnen erinnern sich vielleicht in Show 2. Da haben sie für ihr Duo gerade mal 20,5 Punkte bekommen. Aber auch wie Bene und Philipp bekommen die beiden heute eine zweite Chance, das alles nochmal anders zu machen. Komm mal her, ihr beiden. Ihr seid jetzt dran. Menderes und Anetta, everybody, die Backstreet Boys. Anetta und Menderes. Musik ist ihr Leben. Hier, das ist die Show, das ist die Tanzshow, das steht alles im Vordergrund. Aber ich fand das mit uns so, das fand ich immer am schönsten irgendwie. Also das war für mich eigentlich das Highlight dieser Sendung, dass ich sie einfach getroffen habe, dass ich so eine nette Person kennenlernen konnte. Die Chemie stimmte von Anfang an. Ich denke, Grease, das war das, was hat uns so eng gemacht. Und es war ganz verrückt, der Zahle hat Tränen in den Augen gehabt. Das war das Beste. Oh mein Gott, das ist mein Lieblingssong und wir haben das so verkackt. In Show 2 lief es nicht rund. Da war ich besser drin, oder? Das hast du so gemacht, wie du hast Boden geputzt. Jetzt machst du das besser. Ich glaube, da ist noch mehr drin und deshalb gibt es von mir zum Start eine 5. Ansporn für die beiden, noch mehr zu trainieren. Wir hatten keinen Bock ab und zu, weil das war zu schwierig. Wir haben das nicht hinkriegen. 1, 2, 3. Und dann du gehst auf die Bühne und einfach du kriegst positive Energie, dann du weißt, okay, ich möchte weitermachen. Und diese positive Energie zeigen die beiden auf der Bühne.
Du bist aus Anetas Schatten getreten und dann habt ihr das einfach gerockt. Deswegen gibt's von mir 8,5 Punkte. Yeah. Doch dann der Schock. Bei Show 4 sind wir leider ausgeschieden. Unsere zweitbeste Nummer eigentlich. Verabschieden müssen wir uns von Anetta und Menderes. Wir waren natürlich auch enttäuscht und traurig. Aber dann, auf einmal, haben wir eine zweite Chance erhalten. Wir müssen reden. Ich war gestern im Spital. Ich kann nicht weitermachen. Man tritt als Team an und man scheidet auch als Team aus. Nächster Rutsch nach. Ihr seid jetzt drin, Mann. Und diese zweite Chance wissen sie zu nutzen. Das war richtig stark von mir. 7,5 Punkte. Riesenrespekt. Von mir auch. 9 Punkte. Mit Come On Over konnten wir wieder überzeugen. Ja, und jetzt gehen wir Vollgas und freuen uns auf Finale. Liebe Anetta, lieber Menderes. Hi. Eine kleine Überraschung habe ich für euch beide noch. Und zwar müsst ihr einen weiteren Tanz im Finale aufführen. Wir dürfen einen Duo tanzen? Die mache ich nicht mehr, glaube ich. Die Jury hat entschieden, ihr müsst den Tanz mit den wenigsten Punkten noch einmal vorführen. Und den Tanz mit den wenigsten Punkten war für euch beide Everybody. Mit Everybody ertanzten sich die beiden nur 20,5 Punkte. Du gehst heute nach Hause. Das erste Mal, als ihr uns Everybody von den Backstreet Boys gezeigt habt, habt ihr nur 20,5 Punkte bekommen. Ihr wart sehr unsynchron. Finde, dass der Menderes die Hosen voll hatte, als er hier rauskam. Die Choreografie, die hat überhaupt nicht gesessen. Ich finde, das war gut. Ihr zwei müsst alles, was ihr gelernt habt, bis jetzt bei Dance, 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 da reinpacken in diese Performance und uns absolut im Finale überzeugen. Du hast immer gesagt, ja, jetzt, ich könnte das besser machen. Dann, jetzt hast du Chance, das zeigen. Und ich auch, natürlich. Hier sind Anetta und Menderes mit Everybody. Einmal kurz durchatmen. Das war richtig, richtig gut. Wie fühlt ihr euch? Gut. Gut, Menderes. Wenn ich ganz kurz daran erinnern darf, beim ersten Mal wurdest du ja ordentlich abgewatscht von DJ Bobo. Ne? Der hat gesagt, du hast nicht nach vorn geschaut, du hast dich nicht konzentriert, hattest die Hosen voll und so weiter. Und da hast du dir sicher vorgenommen, einiges besser zu machen. Was?
Also ich wollte viel präsenter sein auf jeden Fall und auch viel selbstsicherer auftreten. Ich weiß nicht, ob mir es jetzt heute gelungen ist, aber ich habe mein Bestes gegeben und ich hoffe, ja, dass es vom Publikum angenommen wurde. Ja. Annetta, diesen Tanz habt ihr ja schon mal in Show 2 aufgeführt. 20,5 Punkte gab es damals für den Tanz und hätte euch damals schon fast aus der Show gekickt. Und dann mit diesem Wissen hier wieder anzutreten, wie war das? Ja, das war schon knapp. Aber schauen wir mal, was liebe Jury sagt heute. Okay, so, liebe Jury, Zahle, schieß los. Es war vieles besser als beim letzten Mal, dafür aber anderes nicht ganz. Wir hatten halt wieder die gleichen Fehler, dann waren wieder die Aussetzer und so weiter. Trotzdem war das eine sehr solide Performance, aber dadurch, dass wir wieder an den gleichen Stellen gepatzt haben, behalte ich es bei und ihr bekommt wieder 8 Punkte. Sophia. Ja. Lieber Neta, lieber Menderes, ich finde, ihr könnt so wahnsinnig stolz auf euch sein. Wenn man mal überlegt, ihr seid schon mal rausgeflogen, ihr kamt wieder und jetzt steht ihr im Finale. Hallo? Ich meine, yeah. Das ist unfassbar, das ist super. Ich finde, wie Zahle schon sagte, da waren einige Sachen besser, aber wir stehen jetzt im Finale und ich finde, so eine Sachen dürfen einfach nicht mehr passieren, wie Timing und dann waren wir wieder zu früh und dann haben wir ein bisschen hinterhergehangen. Ich finde das so schade mit dir, Menderes, denn das ist manchmal so ein Auf und Ab, ich leide richtig mit dir. Manchmal dann crashst du hier die Bühne und ich denke, wie geil ist dieser Junge und dann passieren wieder so eine Sachen wie jetzt gerade und das finde ich so schade. Ich behalte meine Punkte auch bei 7,5. Dankeschön, Sophia. Und DJ Bobo. Ich glaube, ich habe im Einspieler gesagt, dass du letztes Mal die Hosen voll hattest, als du reinkamst. Sie waren nicht voll, aber man hat wirklich gespürt, dass ihr Respekt hattet vor dem Auftritt. Und es hat sich dann auch wieder durchgezogen. Ich glaube, es waren fast identischen Stellen, wo Dinge nicht geklappt haben. Ich fand es aber grundsätzlich von der Ausstrahlung her viel, viel besser. Du hast versucht, das wettzumachen, Menderes, was damals noch sofort im Gesicht zu sehen war, wenn was nicht ging, hast du diesmal überspielt und bist einfach cool geblieben. Deshalb gibt es von mir mehr Punkte als letztes Mal, von mir 7 Punkte. Yes. Das sind insgesamt 22,5 Punkte für euch. Liebe Annetta, du hast es jetzt noch in der Hand bzw. in den Füßen. Wir sehen dich gleich nochmal wieder mit einer Bomben-Performance. Ich glaube, das kann ich schon mal sagen. Und Menderes, ich kann es gar nicht glauben, aber du hast jetzt das letzte Mal hier getanzt. Ich bin den Tränen nah. Dankeschön für diese vielen wunderschönen Momente mit dir. Ich wollte mich auch ganz herzlich bedanken bei dem tollen Publikum und natürlich auch bei der tollen Jury. Und natürlich bedanke ich mich auch bei Annetta. Du warst meine beste Unterstützung. Dankeschön dir. Menderes und Annetta, Dankeschön. High five. High five. Okay. Ihr habt euch im Vergleich zu damals gesteigert um 2 Punkte. Das ist ja schon mal was. Hat euch das nervös gemacht, dass ihr den jetzt nochmal tanzen musstet, diesen Tanz? Also ich habe mich persönlich gefreut und ich denke, Menderes auch. Natürlich hat nicht so geklappt, wie wir wünschen, aber jetzt ist das alles jetzt ist vorbei. Jetzt ist Vergangenheit. Annetta ist ja nochmal dran mit einem Solo heute, an dem hängt es auch ein bisschen. Ich will keinen Druck aufbauen, aber du kannst da noch einige Punkte rausholen, dann kommt ja noch der Joker dazu. Vielen Dank für den Moment. Menderes, Annetta. Danke. So, langsam wird es ernst bei Dance 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 im großen Finale. In wenigen Augenblicken wissen wir, wer der Sieger sein wird. Aber vorher muss jedes Paar noch einmal ran mit einem Tanz. Und wir schauen uns einmal den Zwischenstand an. Wie sieht es punktemäßig im Moment aus für unsere Paare? So, Bene und Philipp führen mit 81 Punkten. Annetta und Menderes momentan auf 73,5. Aber wie gesagt, auch dieses Ergebnis können beide Tanzpaare noch komplett auf den Kopf stellen. Und dann gibt es ja noch den Joker-Tanz. Dieser wird doppelt bewertet. Also, es bleibt spannend. Dance, Dance, Dance war für unsere Kandidaten die vielleicht, ja, körperlich größte Herausforderung in ihrem Leben. Und die sind alle an ihre Grenzen gegangen und zwei sind noch einen Schritt weiter gegangen, nämlich Alex und Daniela.
War so. Ein Schritt zu weit, würde ich was sagen. Ein Schritt zu weit, ja. Erstmal bei dir, Daniela, da war es das Kreuzband. Genau. Wie geht's dir jetzt? Besser, aber so wenn diese High Heels sind zu tragen, die habe ich jetzt übrigens ausgezogen, dann merke ich es doch schon noch, dass da was mit dem Knie war. Ist natürlich auch immer blöd für den Partner, wenn sich der eine verletzt, aber das heißt hier bei Dance, Dance, Dance sind beide raus. Aber umso schöner ist es, dass, und der sitzt schon so ein bisschen eingepackt in seine Lieblingsjacke, in sein Lieblingsoutfit, und Lukas ist auch ready. Beide dürfen nochmal raus, außer Konkurrenz natürlich, das sei nochmal erwähnt. Also viel Spaß mit Lukas Cordalis und Mario Kotaska. Yo, Mike Jeff. Yeah, here you go. It up, you make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Nochmal abgerockt habt. Ja, und die beiden, die konnten das natürlich nochmal richtig locker angehen. Ganz anders sieht das bei unseren Finalisten aus. Die müssen nochmal ein bisschen Gas geben. Und ich kenne eine Annetta, die wahnsinnig nervös ist und die ihren letzten Solo-Auftritt noch vor sich hat. Annetta steht jetzt vor einer richtig großen Herausforderung hier bei Dance, Dance, Dance. Wenn sie und Menderes noch gewinnen wollen, dann muss sie richtig abliefern. Das kann sie aber, das wissen wir alle. Sie hat 30 Punkte auch schon mal von der Jury bekommen. Kein Druck, bitte. Wer bist du denn jetzt? Lady Gaga. Natürlich. Wer sonst? Kannst du mal kurz die Sonnenbrille bitte aufziehen? Damn. Annetta. Was erwartet die DSDS-Siegerin in ihrer letzten Solo-Performance? Liebe Annetta. Yes. Wir können dich nicht nur sexy sein lassen, ne? Und ich weiß, dass da etwas in dir drin ist, was wir noch nicht gesehen haben. Und du bekommst jetzt von mir eine Nummer, wo du die absolute Möglichkeit hast, uns zu zeigen, wer du wirklich bist. Lady Gaga, Born This Way. Ich habe diese Choreografie ganz kurz gesehen und das ist total etwas anders, was habe ich bis jetzt gemacht. Das ist unser Finale und wenn du jetzt nicht 150% von dir gibst, wann dann? Okay. Jetzt kommt diese Überraschung. Okay, jetzt die muss Lady Gaga spielen. Ich denke, das wird meine größte Challenge. Aber Challenge akzeptiert. Schon im Training wird klar, dass Annetta alles gibt, um als Lady Gaga zu überzeugen. Rechts, links, Kopf, tief, hoch, 6, 7, 8. Rechts, links, Kopf, tief, hoch. Es ist schnell. Du musst es üben. In dieser Choreografie. Problem ist Choreografie. Von diesem Song, von dieser ganzen Choreografie, ich habe so Angst. Walk, walk, open, links, rechts, turn, pop, and jump. Das ist echt schnell, extravagant. Dazu kommt Jazz-Ding, habe ich nie gemacht. Drehen, tief, das schaffe ich nie. Es ist nicht mehr sexy, es ist wirklich jetzt rein tänzerisch. Sie muss absolut aus sich rauskommen. Born This Way war so eine richtige Hymne
um zu sagen, hey, ich bin so, wie ich bin, nimmt mich. Ich denke, das bin nicht ich. Gemeinsam mit Coach Mehmet blickt Annetta zurück. Ja. Oh, diese Treppe. Wie du Angst hattest. Oh mein Gott. Und trotz allem war das perfekt. Ich gebe dir 10 Punkte. Echt? Habe ich 10 gekriegt? In der zweiten Show. Geil. Immer hast du gesagt, ich krieg das nicht hin. Aber Lady Gaga, das sind so Bewegungen. Du sagst, ja klar, sind verschiedene Bewegungen, aber bei Dirty hattest du auch krasse Bewegungen. Du hast einfach komplett gerockt. Willkommen im Finale. 10 Punkte! Das motiviert mich auf jeden Fall, weil du weißt, okay, so viel hast du geschafft, nur ein Show schaffst du auch. Der Tag des Finale rückt immer näher. Mit meiner letzten Performance mit Gaga, ich werde versuchen, meine Familie stolz zu machen. Hey, mein Schatz, das ist so schön mit anzusehen, wie weit du es geschafft hast. Ich wünsche dir, dass du alle deine Wünsche erfüllt hast und dass du deine Ziele erreicht hast. Żeś tak daleko zaszła w programie. Wygrałaś jeden program. Myślę i mam nadzieję, że wygrasz drugi. Ja. Wenn du auf der Bühne stehst und deine Augen fangen an zu funkeln, dann weiß ich, dass du in diesem Moment der glücklichste Mensch der Welt bist. Ein letztes Mal auf dieser Bühne. Annetta mit Born This Way. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen, whether you're broke or evergreen. You're black, white, beige, chola, descent. You're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast, bullied or teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born. Wow. Annetta als Lady Gaga. Ein letztes Mal hier auf der Dance-Bühne beim großen Finale. Du hast nochmal alles gegeben und hier gibt's nochmal vor der Jurybewertung schon ein Kniefall von Sophia. Alter. Ich glaube, das hatten wir wirklich noch nie, dass die gesamte Jury hier auf der Bühne steht. So geil. Gratuliere. Wow. Annetta, du zitterst richtig. Das haben wir wirklich noch nie gesehen, dass die Jury hier zu dritt auf die Bühne stürmt.
Und du bist den Tränen nahe, das sehe ich gerade. Aber jetzt kannst du echt einmal durchatmen. Du hast alles gegeben, das war dein letzter Auftritt. Du wusstest das ganz genau und hast getanzt, als würde es um dein Leben gehen. Wie schrecklich wäre es für dich, wenn du so kurz vor dem Ziel, vor einem möglichen Sieg, vielleicht doch ohne Trophäe nach Hause gehst? Ich habe jetzt Video von meiner Familie, von meiner Mama gesehen. Und ich weiß, dass vor dem ich bin Gewinner. Und das ist mir wichtig. Netta, neben mir darfst du sowas nicht sagen, dann fange ich gleich an zu heulen. Aber letztes Mal auf die Bühne war richtig geil. Liebe Jury, Annetta, das wissen wir alle, hat von Anfang an auf höchstem Niveau abgeliefert, schon von Show 1 an. Aber trotzdem hat sie es immer wieder geschafft, sich zu steigern. Und mit dem letzten Solo hast du 30 Punkte eingefahren. Wie viele Punkte gibt es heute? Sophia. Liebe Annetta, für mich bist du ein Superstar. Wirklich, für mich bist du ein Superstar. Du hast so viel Talent, dass du singen kannst, wissen wir alle. Du hast gewonnen bei DSDS und du tanzt wie ein Profi. Es gibt dem nichts hinzuzufügen. 10 Punkte. Zahle, wie viel gibt's von dir? Annetta, ich kann eigentlich gar nicht genug Worte finden, um das zu sagen, was ich dir jetzt sagen möchte. Denn ich finde, du bist so ein absolut komplettes Gesamtpaket. Du siehst einfach umwerfend Hammer aus. Du kannst mega singen. Du bist mit Abstand die allerbeste Tänzerin hier auf der Dance 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 Bühne. Wenn man Lady Gaga macht, es ist sehr einfach, einfach verrückt auszusehen und verrücktes Make-up aufzusetzen und dann denkt man, das ist Lady Gaga. Das stimmt gar nicht, denn sie ist eine Künstlerin, die das alles mit absolutem Herzblut macht. Und jetzt kommst du hin und machst eine Nummer wie Born This Way, die ein absolutes Statement ist an ich bin, was ich bin. Und ich habe so eine Gänsehaut gehabt und so einen wahnsinnigen Moment, und dass ich das mit dir teilen darf, dass ich das von dir bekommen darf, da bin ich einfach wahnsinnig dankbar für. Und ich habe, wenn ich dir 50 Punkte geben könnte, dann würde ich das machen, und ich kann dir nur 10 Punkte geben und du kriegst die besten 10 Punkte von mir, die ich jemals irgendjemandem gegeben habe. Eine einzige Hürde musst du noch nehmen, DJ Bobo. Du hast vor ein paar Jahren DSDS gewonnen und dann wurde es komischerweise plötzlich ruhig um dich. Und vielleicht warst du einfach damals etwas zu früh dran. Vielleicht war das Gesamtpaket damals noch nicht so rund, wie es jetzt ist. Jetzt sehen wir eine selbstbewusste junge Frau, die sich liebt, die die Menschen liebt und die hier abliefert vom Allerfeinsten. 10 Punkte auch von mir. Mehr geht nicht. Wir alle gehen vor dir auf die Knie. Ich habe schon gesagt, das war dein letzter Auftritt heute hier bei Dance Dance Dance. Ich weiß nicht, ob du es schaffst, dich jetzt entspannt zurückzulehnen. Die Jury hat so viele schöne Worte gefunden. Dem ist auch von meiner Seite aus kaum noch etwas hinzuzufügen. Nur noch eins. Du hast wirklich bewiesen, wie weit man mit Ehrgeiz, mit Talent und vor allem, und das schätze ich sehr an dir, mit ganz, ganz viel Herz kommen kann. Jetzt guck mich nicht so an, sonst holen wir jetzt die gleich rum. Bravo! Toll, das war unglaublich. Was für ein Niveau, was für ein Level dieses Mädchen abliefern kann. Also Leute, ich sag euch eins, die letzte Mal auf die Bühne, das ist so ein geiler Moment, weil du weißt, okay, nie wieder Training. Kommt ihr beide nochmal her? Du hast es gerade schon gesagt, als du hier reingekommen bist, du bist froh, dass der tägliche Stress des Trainings vorbei ist. Ist das so erleichternd gerade? Ja, das ist so, wow, du hast deine letzte Performance so gut geliefert und du weißt, dein Job ist done. Verstehst du? Und besser ging es halt nicht, ne? Die hätten dir gerne 60 Punkte gegeben.
Oder noch mehr. Und 90. Genau, das heißt, ich habe meine Hausaufgabe richtig gemacht. Ja. Du hast keinen abschreiben lassen, das war sehr gut. Ja. Menderis, Menderis, ab heute ist der wirklich die Grinsebacke. Der freut sich den ganzen Tag, das Finale. Ich bin echt stolz auf Annette. Also, Annette ist einfach die Beste, ist einfach so. Ich differenziere auch nicht nur tänzerisch, sondern als Mensch bist du mir wichtig. Weil Backstreet Boys, wir haben verkackt, so und so beide. Alles. Okay, dann sage ich dazu, ich lasse euch in diesem Moment alleine. Vielen, vielen Dank, Annette, für diesen Tanz. Die 30 Punkte hast du dir verdient. Herzlichen Glückwunsch. Und das heißt an dieser Stelle, huiuiui, huiuiui, wird das spannend. In der gesamten Staffel von Dance, Dance, Dance haben wir bisher, ich habe gerade noch mal durchgerechnet, 58 Tänze gesehen. Und jetzt kommt Nummer 59 und das ist er, der letzte und auch der alles Entscheidende. Jetzt kommt es nämlich, das Solo von Philipp. Und der weiß ja, als Sportler auf der Zielgeraden, da muss man sich konzentrieren. Und der ist schon die ganze Zeit angespannt und sitzt jetzt hier. Was willst du noch an dieser Stelle sagen, Philipp? Ja, danke, liebe Annette. Weil die 30 Punkte vorgelegt hat. Das ist der letzte Auftritt, Philipp. Dein Auftritt! Viel Spaß! Philipp, der Turner machte auch auf dem Tanzparkett alle sprachlos. Das erste Mal in dieser Staffel von Dance, Dance, Dance habe ich keine Ahnung, was ich sagen soll. 10 Punkte. Ich gebe dir 10 Punkte. Ich habe auf meinem Blatt zum allerersten Mal nichts stehen. Philipp, eine glatte 10. Satt bin ich definitiv nicht. Es war eine Riesenehre, aber jetzt habe ich Blut geleckt. Und das will er auch in seinem letzten Solo-Auftritt allen beweisen. Lieber Herr Boy, du hast richtig abgesahnt jetzt in dieser Show. Das heißt, dass wir dir jetzt eine Nummer geben, die es wirklich in sich hat. Denn wir geben dir Justin Timberlake, Suit and Tie. Ich bin also sozusagen mit Justin in diese Staffel gestartet und ich darf mit ihm alles beenden. Das ist geil. Jetzt hast du Michael gemacht, das war sehr clean. Zack, zack, zack. Das ist bei Justin gar nicht. Der geht eigentlich keine Position ab, sondern es ist alles wirklich total fließend. Ich finde es erstmal total geil, dass ich Justin Timberlake bekommen habe. Aber ich weiß auch, dass ich damit eine riesen Challenge hatte, weil die erste Nummer, da habe ich auch lange gebraucht. Aber viel Zeit bleibt Philipp nicht. Das, was ich hier mache, ist eine Krankheit. Justin Timberlakes Tanzstil verlangt Philipp alles ab. Hätte man mich davor gefragt, wem möchtest du unbedingt tanzen, ich hätte überhaupt nichts sagen können. Hätte man mir ihn jetzt nicht gleich am Anfang gegeben, hätte ich bestimmt nicht diese Leidenschaft für seinen Tanzstil entdeckt. Du siehst irgendwie auch aus wie JT. Danke. Der Philipp ist ein Naturtalent. Vom Nicht-Tänzer zum Tänzer in ein paar Wochen. Er hat am Anfang gesagt, er tanzt nicht mal in der Disco und auf einmal rockt der eine Nummer nach der anderen. Kja, kja, ta, ta. Die ersten zwei waren richtig nochmal. Eins, so. Sieht zwar leicht aus, aber es ist so verdammt schwer, diese kleinen Bewegungen und wieder was anderes. Reicht das Bein zuerst raus? Ja, toll, ey. Jetzt denken sie alle, wow, der hat 30 Punkte im Halbfinale. Der wird das schon schaffen und so ein Scheiß. Ja? Ja, es wird verdammt schwer, hier nochmal 30 Punkte zu holen, aber für meine Familie und Freunde werde ich natürlich alles versuchen. Hi Schatzi. Hi Philipp. Wir wollten dir nur sagen, dass wir total stolz auf dich sind und uns freuen, dass du so weit gekommen bist. Papa, ich hab dich so doll lieb. Toi, toi, toi. Glückspussi, ne? Mit seiner letzten Performance. Hier ist Philipp mit Suit and Tie. Show you a good thing. All dressed up in black and white. Then you dress
Philipp Boy ein letztes Mal hier auf der großen Tanzbühne von Dance, Dance, Dance im Finale. Wenn diese Treppen dich mal nicht nach ganz oben befördern, ich weiß es auch nicht. Philipp, dein erster Tanz hier bei Dance, Dance, Dance war von Justin Timberlake und jetzt hier dein letzter auch. Und jetzt kommt kein Tanz mehr, das war's. Wie fühlt sich das an? Also es war gerade eine echte Befreiung. Also Anita kommt hier mit einer 30 um die Ecke. Na super. Es macht die ganze Nummer natürlich nicht leichter und dann sprechen natürlich auch alle davon, oh, also den Druck hätte ich jetzt nicht gern. Ja, super. Sehr nett, die Kollegen. Ja, nee, aber das ist jetzt bei rausgekommen, eine mega, mega, mega geile Nummer und von daher vielen Dank. Wir haben ja eben schon bei Annetta gesehen, dass es jetzt zum Ende hin dann doch echt nochmal richtig, richtig emotional wird. Also sie stand wirklich zitternd neben mir und große Emotionen, auch wenn du deine Tochter eben so siehst in dem Einspielfilm. Also ich konnte mich danach überhaupt nicht mehr konzentrieren. Also zunächst einmal nochmal vielen Dank, dass genau kurz bevor der Song losgeht, meine Tochter mir eine Videobotschaft bringt. Ja, also da hast du da noch Pippi in den Augen, ja, und dann sollst du schon, ach, jetzt musst du richtig cool runtergehen. Ja. Super. Aber ich hoffe, dass es auch der Jury gefallen hat. Wir werden sehen. Das war eine gute Überleitung zur Jurybewertung. In eurer Hand liegt jetzt nicht nur das Schicksal von Philipp, sondern auch von seinem Tanzkumpel Bene und natürlich auch von unseren anderen beiden Finalisten, Annetta und Menderes, die weiterhin im Backstage-Bereich zittern. Ihr habt jetzt alles in der Hand. Ihr vergebt die letzten und alles entscheidenden Punkte des heutigen Abends. Gebt sie bitte jetzt ein. Und sobald ihr die Tasten gedrückt habt, sind die Punkte in unserem System gespeichert und ihr könnt absolut nichts mehr daran ändern. Und die letzte Frage, die sich gerade noch stellt, ist, wer entscheidet das Finale für sich? Entweder Bene und Philipp oder Annetta und Menderes. Und wenn ich entscheiden könnte, beide. Siehste? Beide. Siehste, und deswegen darfst du nicht entscheiden. Bei uns ist das so ein bisschen wie beim Highlander, falls den noch irgendeiner kennt. Es kann nur einen geben. Ja, es kann nur einen geben und so ist das eben bei Dance, Dance, Dance. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an euch drei. Zum Glück gibt es drei von euch, die Jury. Alle vier zittern, das wissen wir, aber du zitterst noch ein bisschen mehr, Philipp, denn du kennst ja immer noch nicht deine Jurybewertung und die holen wir uns jetzt ab. So, DJ Bobo, bitteschön. Ja. Oh mein Gott. Lieber Philipp, ich weiß, was für ein unglaublicher Druck auf dir gelastet ist. Und das hat man dir auch angemerkt am Anfang. Du wolltest dieses Ding runterbringen, sicher runterbringen, keinen Fehler machen. Und das war die ersten 40, 50 Sekunden deshalb etwas verhalten. Die Ausstrahlung ist für mich leicht auf der Strecke geblieben. Ich hätte mir gewünscht, dass da mehr kommt. Aber ich habe gemerkt, ich will keinen Fehler machen. Ich will gut sein. Ich will das so gut wie möglich machen. Dann kam der Kostümwechsel und du wusstest, der schwierigste Teil ist vorbei. Yes, du warst da. Du warst 100% an, hast uns angeguckt und hast dir das abgeholt, was du jetzt bekommst von mir. 9 Punkte. Sophia. Lieber Philipp, weißt du ja, dass ich in der letzten Sendung sprachlos war? Heute bin ich es wieder, aber auch aus einem anderen Grund. Weil ich es nämlich nicht verstehe, wenn man diesem Tanz nur 9 Punkte geben kann. Ey. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das war heute tänzerisch das Anspruchsvollste. Justin Timberlake ist so verdammt schwer. Und ich finde, du hast es wieder so aussehen lassen, als wäre es so easy gewesen. Für mich bist du qualitativ tänzerisch einfach der Beste in dieser Staffel. Und ich finde, du im Anbetracht dessen, dass ihr beide einfach durch die Bank weg immer konstante Leistung gegeben habt, finde ich, dass ihr beide heute das Ding einfach nach Hause fahren müsst. 10 Punkte, verdammt. Yes, Tomala, get your life. Frau Zumala hat unseren Tisch fast hier kaputt gemacht. Philipp, ich habe wirklich die ganze Staffel hindurch immer sehr viel von dir erwartet. Und jetzt kommst du hier hin, am letzten Tag eröffnest die Show mit Bene und hast richtig die Hosen voll und verkackst erstmal.
Und dann kamst du in Thai. Und du kamst runter, diese Treppe. Ich fand nicht, dass du keine Ausstrahlung hattest. Ich fand, du hattest eine sehr laid back, ganz cool, absolut easy. Mein lieber Philipp Boy, von mir gibt es absolute 10 Punkte. Tja, da freuen sich schon zwei, aber ob das für euch beide reicht, das wissen wir ja noch nicht. Die Punkte sind jetzt zwar verteilt, in diesem Fall nochmal 29 respektable Punkte für Philipp, aber wir haben ja noch hier diese beiden Joker, die die beiden vorher für sich und für ihre Tänze ausgesucht haben. Jetzt gucken wir aber erstmal auf den aktuellen und fast finalen Punktestand. Bene und Philipp mit 110 Punkten. Und Annetta und Menderes mit 103,5. Also nur 6,5 Punkte hinten. Genau, und jetzt kommen die Joker-Punkte dazu. Habt ihr auf den richtigen Tanz gesetzt oder nicht? Jan, du hast jetzt die spannende Aufgabe, den ersten Umschlag zu öffnen, und zwar von Annetta und Menderes. Ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt, ne? Schaffst du das? Ich schaff das. Lady Gaga, Born This Way. Yeah. Und das waren 30 Punkte, die Annetta abgesahnt hat. Und das heißt, diese Punkte werden verdoppelt und die kommen obendrauf. Und das heißt, im Moment für den Gesamtpunktstand 133,5. Annetta und Menderes übernehmen die Führung gegen 110 von Philipp und Bene. Jetzt qualmen alle Köpfe, alle rechnen, aber es geht viel einfacher. Du hast einen zweiten Umschlag, nämlich den Joker-Tanz von Bene und Philipp. Ja, okay, ich mach den jetzt auf. Das ist 3-3-3. Es wird immer noch gerechnet, aber das heißt an dieser Stelle, die Sieger von Dance, Dance, Dance! Und Philipp haben gewonnen! Sind die Sieger von Dance, Dance, Dance! Was hier los ist? Was? Ich höre nichts mehr! Ich höre auch nichts mehr, liebe Nasan. Die beiden haben Dance, Dance, Dance 2016 gewonnen und werden jetzt zu Recht von allen gefeiert. Auch die Jury kommt noch mal mit unseren Trophäen. Natürlich, Jungs. Die Trophäen müssen noch überreicht werden. Jungs, holt euch die Preise ab. Bene, Philipp, die gehören euch. Ihr seid die ersten Sieger. Dance, Dance, Dance. Und Annetta und Menderes, muss man ja auch sagen, sind im Finale gelandet und sind, wie heißt es so schön, die Sieger der Herzen. Richtig, das war eine fantastische erste Staffel von Dance, Dance, Dance. Ich hatte eine Menge Spaß mit dir, vielen Dank. Ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß. Ich bin ein bisschen traurig jetzt. Ich bin auch ein bisschen traurig. Wir hoffen, Sie sind auch ein bisschen traurig und sagen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und gratulieren nochmal allen, die dabei waren. Danke allen, die dabei waren. Und freuen uns mit den beiden Gewinnern von Dance, Dance, Dance 2016. Das war das große Finale. Tschüss. Dankeschön, dass Sie zugeschaut haben. Ciao. Ciao.